Ja, hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Graven. Wir haben ja in der letzten Episode bis in diesen Blackhouse-Bock-Bereich gespielt. Und ich muss da jetzt noch ein Zahnrad finden. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich im Netz mal so ein bisschen schlau machen möchte, wo man das denn findet. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe nichts gefunden. Absolut nichts. Ja, es gibt hier und da mal ein paar einzelne Videos zu Graven auf YouTube, aber auch jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine große Hilfe, ja, irgendwie ein Playthrough oder so. Das kannst du alles knicken. Also werde ich wahrscheinlich. Ja. Selbst wieder gucken müssen. So, hast du was Neues? Nee. Gucken auch noch mal kurz hier in den Magierladen rein. Gut, das liegt alles noch außerhalb unseres Budgets. Ja, wir haben jetzt wieder einen weiten Weg vor uns. Ich hätte das Let's Play auch erst an der Stelle anfangen können. Wenn ich da schon hingerannt wäre, dann müsstet ihr das hier nicht jedes Mal wieder sehen, aber naja. Nee, da lang. Also wir müssen jetzt irgendwo noch das letzte Zahnrad auftreiben. Und ich habe keine Ahnung, wo das sein soll, ne? Wir haben ja den Bereich eigentlich meiner Meinung nach. Junge, Junge, Junge. Meiner Meinung nach haben wir den Bereich ja fast komplett erkundet. Wenn wir da sind, werfe ich nochmal einen Blick auf die Karte. Vielleicht habe ich ja doch noch was übersehen. So, da sind wir. Leider noch nicht im Kartenbereich, aber jetzt müssten wir drin sein. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist, was wir noch nicht aufgedeckt haben, ne? Also wir fangen mal am besten hier auf der Seite an. Ich weiß, dass es hier hinten irgendwo noch so einen Bereich gab, wo ich ja die Leiter nicht hochgekommen bin. Nun weiß ich nicht, ist das ein Bug? Oder kommt man da tatsächlich nicht hoch? Aber wir sind ja dann aus dem Fluss auch gar nicht mehr rausgekommen, ne? Das war ja das Schlimme. Ich sehe jetzt hier auf Anhieb erstmal. Hier sieht es noch ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das habe ich alles schon aufgedeckt, ne? Hier oben. Hier ist noch ein bisschen was. Aber das war diese Stelle, glaube ich, mit dem Wasserfall hier, ne, wo ich dann eh nicht weitergekommen bin. Und hier drüben, genau. Da sind wir auch noch nicht weitergekommen. Ja. Was bleibt uns anderes übrig, als das ganze Gebiet jetzt hier nochmal abzulaufen? Irgendwo muss es ja sein.
Genauso wie mit dieser Kiste da oben, ne? Was ist das hier eigentlich? Also ich treffe, aber ich mache da keine Wirkung. Ah, falsche Seite. Das hat bestimmt irgendwas zu sagen. Gott, was mache ich hier? Da ist ein Goldstück drauf. Na, aber nur wegen dem Goldstück da jetzt das Leben riskieren, ich weiß nicht. Vielleicht bringt das ja manchmal was. Ach, Leute, ernsthaft? So, jetzt muss ich bloß noch wieder dahin. Das war hier drüben irgendeine Maschinerie, ne? Wie machen wir das am schlauesten? Gehe ich den Weg wieder zurück? Habe ich das da echt übersehen? Ich bin der Meinung, ich bin da nochmal lang gelaufen in der letzten Folge. Oder nicht? Ich glaube, hier bin ich verkehrt, ne? Hm.
Verdammt, wo war denn das jetzt gewesen hier? Ich musste doch hier irgendwo rauf. Das war hier drüben, ne? Warum entdecke ich denn in der Folge hier heute ständig neue Sachen? Das habe ich doch hier auch noch nicht gesehen. Das klingt nach Schlange. Wir haben einen Schlüssel eingesammelt, der wie eine Schildkröte geformt ist. Sehr schön. So, wo war denn jetzt das mit den... Oh nee, nee, nee. Zu früh gefreut, Leute. Ich muss die Zahnräder nochmal einsammeln. Ist das eklig. Mann, ich habe mich jetzt echt gefreut, dass ich das letzte Zahnrad gefunden habe. Ja, jetzt sind wir genauso weit wie... Nee, wir sind weiter. Wir haben den Schlüssel. Und den konnte ich doch irgendwo einsetzen. Jetzt ist die Frage, wo? Für welche Tür? Ich glaube, da hinten, da war doch auch noch ein Schloss, ne? Ja, nice. So, neue Orte. Sieht auch sehr einladend aus. Checkpoint reached. Oh. Oh, ja, nee, ist klar. Aua. Ja.
Heiliges Blechle. Okay. Das sind anscheinend keine Bosse. Also wenn ich gezielt auf diese Mana-Steine gehe, lösen die sich aus seinem Körper. Ja, und dann ist der Rest, der ist kein... Was ist denn hier los? Ja, der Rest ist zwar kein Kinderspiel, aber das wird nicht, Hier schießt doch irgendwas. Das wird ja nicht ohne Grund so sein, dass man ihm das Entfernen abschießen kann. Ja, haha, ich habe das letzte Zahnrad. Nice. Hier haben wir nochmal einen Heiltrank. Brauche ich aktuell nicht. Aber irgendwas ist doch hier noch. So mag ich das. Ja. Wenn man die Folge anfängt und dann gleich weiterkommt. So. Gut, wir haben alle drei Zahnräder. Das heißt, wir können... Aha. Mal, Kollege, wie bist denn du da oben raufgekommen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Eine Leiter oder so? Hier auf der Seite nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Eins der Geheimnisse, die wir wahrscheinlich nie ergründen. Oder jedenfalls nicht so schnell. So, ich bin jetzt da. Ich muss hier drüben wieder hin. Das heißt, entweder laufe ich einmal außen rum oder ich gehe wieder den Weg zurück. Wird wahrscheinlich das Einfachste sein. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn man das Zahnrad... einsetzen. Gut, ich kann mir schon denken, was passiert. Hier war ja irgendwo so eine runtergelassene Brücke hier. Die wird sich dann wahrscheinlich erheben. Sodass wir dann da drüben weiter können. Zack, zack, zack. Und ab geht die Luzi.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Komm, ich will da... Was haben wir da? The Undecaying Cult, Number 2. It is unknown who they were originally, but their beliefs are heavily tied to the peat box and equally integral as their use of magic. Assuring the progression of craft and ingenuity, they engage in a degree of bloodline supremacy. Okay, hier gibt es noch eine zweite Seite. Wer möchte, kann sich das schnell durchlesen. Ich verstehe davon sowieso nur die Hälfte. Mit Englisch ist das immer so eine Sache. Ich kann das meiste lesen und verstehe auch das meiste, aber wenn da jetzt so Spezialbegriffe drin vorkommen, dann stoße ich auch schnell auf meine... an meine Grenzen. Nicht auf, an. So, wo sind wir denn hier? Sind wir immer noch im Black House Bock? Komisch, dass hier immer die Clotted Avenues angezeigt werden. Ne? Also das steht ja hier so komisch vor. Wenn ich das hier... Wahrscheinlich auch noch ein Fehler in der Beta. Na, was? Wo? Oh, Mann. Dämliches Vieh. So. Journal. Gehen wir mal gleich ganz nach unten. Ach nee. From Dusty Tomes to Moldy Bones. Back into the Swamps. Das kennen wir schon. Scott. Da. Surely the damp alone would not prevent it. But it seems like it is still burning. I was correct about the vines. If it isn't coming from that home, then it is at least nearby. Something subnatural is at play here. I must destroy it now to find a way inside. Das klingt so, als wenn uns hier etwas Großes erwartet. Ich denke mal, das geht auch hier um diese ganzen Ranken. Ja? Vines müsste ja Ranken bedeuten. Sowas in der Art. Das Schöne ist, wir haben noch ein bisschen Zeit für die Folge. Wir können uns hier in aller Ruhe erstmal umgucken. Boah, das ist auch sehr atmosphärisch hier, ne? Was ist das hier? Kommen wir da rein? Feuerfestes Holz. Ja, wir wissen doch, was passiert, wenn ich das hole, ne? Und trotzdem habe ich es gemacht. Wo bin ich denn hier? Ja, super. Ganz toll. Mann, wo ist die nächste Leiter? Das ist jetzt hier nicht wahr, oder?
So, ja, gut. Vielleicht sollten wir auch erstmal hier hingucken. Hier ist irgendwas passiert. Okay, das bringt alles nichts. Oh Mann. Sieht aus, als wenn hier einer ein kleines Lagerfeuer gemacht hat. Ne? Das ist so akkurat hochgestapelt hier. Also reinkommen wir hier erstmal nicht. Dämliche Viecher. Ja, ich komme gleich rein. Ich wollte nur mal gucken, hier hat man ja jetzt eben das Gold aufgesammelt, ob hier sonst noch irgendwas ist. Okay, so, ich komme. Okay, so, da ist nichts, da geht's nicht weiter. Das heißt, ja, okay, das erklärt vieles hier, ne, mit dem, ja.
Ist das hier ein Klohäuschen? Ein bisschen sehr groß, oder? Lecker. Ach, die Schande. Mann. Da ist noch einer drin. Wo kommt denn das her? Ah. Eine komische Hütte. Oh. Ich komme zu spät. The structure means that no direct conquest with the Undecaying is advised. Ja, ihr könnt euch das ja gerne wieder durchlesen. Und er sagt jetzt bestimmt gleich wieder, nee, doch nicht. Ich habe gar nicht gesehen, dass das Ding hier eine Hintertür hat. Okay, so, weiter geht's. Sind wir jetzt hier eigentlich schon einmal rum? Nee, sind wir noch nicht. Dann würde ich sagen, erkunden wir erstmal das Randgebiet hier komplett. Nächste Klohäuschen hier, oder wie? Black Horse Bock. Oh. Ja, da war schon lange keiner mehr drauf. Oh, was haben wir denn da? Oh, hier stapeln sich die Leichen. Gott, was war das? Nee.
Habe ich das gerade richtig gesehen, dass der die wiederbelebt hier? Das ist noch ein bisschen, ne? Und dann die ganzen Häuser erforschen. Soll das hier ein Brunnen sein? Der ist aber ziemlich krass pompös. So, jetzt sind wir auch gleich einmal rum. Alles klar, gut. Also, ja, ziemlich groß. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, wir müssen hier irgendwie nachher in das Gebäude in der Mitte rein. Ja, da komme ich nicht hoch. Das ist eine Goldmünze. Das sieht mir nach einer Falle aus. Ja, nice. So, da haben wir... Da haben wir die erste Hütte. Ah, okay. Kommen wir aber nicht rein. Decaying Kult Nummer 3. Das haben wir doch, glaube ich, schon gelesen, oder?
Ja, so ein bisschen Munition ist immer gut. Ist immer schade, dass man hier nicht überall reinkommt. Hier mal einen Hintereingang. Das ist die Frage, ist der... Nee, der ist zu. Hier so eine komische Statue und ein Brunnen voller Leichen. Ich hatte jetzt aber, glaube ich, draußen noch gar nicht alles erkundet, oder? Ich weiß nicht, waren wir da hinten schon einmal drin? Ich würde das ungerne zurücklassen. Wo ist denn das? Ich muss jetzt hier nochmal um die Ecke rum. Und da die Hütte. Ja, doch, genau, hier waren wir drin. Das war ja diese Kräuterhütte. So. Ich würde mal sagen, wenn jetzt hier außen nichts mehr weiter ist, können wir da reingehen. Die Frage ist nur, ob sich das jetzt in dieser Folge noch lohnt. Weil das scheint doch recht umfangreich zu sein. Überall diese Ranken hier, ne? Tja, ich hätte gerne die Kisten da oben geöffnet, aber ich komme da nicht hoch.
Man hat das Gefühl, die ganze Hütte lebt. Hier komme ich nicht durch. Aber wir haben schon mal den Haupteingang hier geöffnet. Das ist hier echt das... Das ist das reinste Horrorhaus. Hmm.
Okay, in dem Buch können wir nicht lesen. Aber ist wahrscheinlich auch besser so. Wer hat hier drin gelebt? Tja, saufen ist auch eine Lösung. Okay, wir haben die verbarrikadierte Tür geöffnet. Ich hatte eben gedacht, der Schweinekopf da hinten hat sich bewegt. Ich meine, wundern würde mich hier nichts mehr, ganz ehrlich. Haben die denn hier die ganzen Türen verbarrikadiert? Ich meine, für mich ist das jetzt gut. So komme ich von jeder Stelle aus hier ganz schnell wieder rein. Ah, will ich da hoch? Bleib liegen. Oh mein Gott. Ich meine, das ist doch Holz, das muss doch brennen. Thank you.
Warum passieren die schrecklichsten Dinge eigentlich immer im Keller? Ich will den Stein da haben. Doch alles besiegt, oder? Sehr schön. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich fühle mich so ein bisschen lost hier. Da ist eine Leiter. Tja, ich weiß nicht weiter.
Kann auch sein, dass ich einfach nur was übersehe. Was sagt denn mein Journal? No, to find a way inside. Ja, ich würde auch gerne da rein. Ich weiß nur nicht wie. Wenn ich da oben irgendwo rauf käme. Aber ich sehe da auch keine Leiter. Oha. Tja. Okay. Irgendwie muss ich da oben raufkommen. Ich weiß nur nicht wie. Ah ja, alles klar.
Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich von hier oben aus da irgendwie runterkomme. Aber allen Anschein nach wohl nicht. Der Weg ist offen. Leute. Oh, oh, will ich hier rein? With fire and force. Okay, wir haben gerade gesehen, dass die Ranken alle verschwunden sind. Und, not to see what has become accessible within the bridge. Ja, genau. Da war nämlich noch dieser eine Weg, der auch von den Ranken total verschlungen war. Was haben wir denn da? Picked up one. Achso. Ernsthaft. So, gut. Ja, ich würde das dann an dieser Stelle jetzt auch wieder beenden. Wir sind auch schon wieder ein bisschen über der Zeit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann schauen wir mal, wohin dieser eine Weg da noch führt. Ne? Der müsste ja, glaube ich, da hinten irgendwo gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.